Berkel TV wird Ihnen präsentiert von Donner Media. Donner Media, Ihr Ansprechpartner für professionelle Videos. 200 Zuschauer mehr wollten sich die Partie vom 10. Spieltag nicht anschauen. Und die sahen in der dritten Spielminute einen SOS mit viel Drang Richtung gegnerisches Gehäuse. Hakan Göktemir schickt Mario Worms und wenn der einmal lossprintet, dann ist er kaum zu halten. Schönes Zuspiel auf Cihan Bolat, doch was er daraus macht, ist nichts. Bolat, der erst seit Beginn der vergangenen Woche spielberechtigt, kommt von Gümüş Hanespor, aktuell Tabellenführer übrigens der dritten türkischen Liga. Der gebürtige Nordhorner spielte unter anderem für den SC Preußen Münster zweite Mannschaft, Arminia Bielefeld erste Mannschaft und auch Rot-Weiß Aalen. Aber ihm merkte man an, dass er noch die Bindung zur Mannschaft suchte. Die Gäste mit Cerone. Die Flanke zu nah am Kasten, so dass Stauder keine Mühe hatte, diesen Ball herunterzuflicken. Das war ein erstes Ausrufezeichen. Der Hammer, die Stadtlohner nun immer mehr in die Defensive drängte. Die Gäste über die rechte Seite. Nur mit dem Abschluss haderte es noch. Es zeigte sich, warum die Gäste seit 5 Spieltagen nicht mehr verloren haben. Davon 4-mal gewonnen. Chancen hatten die Gäste auf alle Fälle eine ganze Menge. Und wenn da nicht Stauder im Stadtlohner Kasten so gut aufgelegt gewesen wäre, dann hätte es schon durchaus 1-0 oder 2-0 für die Gäste heißen können. Kurz darauf war er allerdings dann machtlos. Mui schickt den schnellen Cerone. Eine genau getimte Flanke und Lohheider mit dem Kopf erzielt er das völlig verdiente 1-0 für die Gäste. 3 Minuten später, Cerone fällt und will einen Elfmeter, hier nicht zu erkennen, ob Robin Ring ihn wirklich berührt hatte. Ring springt auf alle Fälle weg, um einen Kontakt zu vermeiden. Für mich kein Elfmeter, die Entscheidung geht in Ordnung. Die 28. Spielminute, eine absolut überflüssige Aktion. Da wird Çakıroğlu von Gataric gefoult. Der Schiri pfeift und was Çakıroğlu da macht, ist völlig überflüssig, stößt ihn um Rudelbildung und der Unparteiische zieht sofort rot, völlig zurecht. Aber was Gataric da macht, das ist alles andere als sauber. Mimt hier den Schwerverletzten, packt sich am Kopf, obwohl er dort überhaupt nicht getroffen wurde. Gelb gab es allerdings für ihn dann noch wegen des Foulspiels. Sich aber so theatralisch fallen zu lassen und auf schwer getroffen zu markieren, ist auch nicht unbedingt die feinste Art. Für Stadtlohn heißt es nun eine Stunde in Unterzahl spielen, kurz darauf wieder der SOS. Worms sprintet los, lässt dann mal eben 4 Hammer-Gegenspieler aussteigen. Doch der finale Pass kam nicht an. Wir springen in die 40. Spielminute. Göktemir mit einem Katastrophenpass. Cerone mit einem Sprint. Schön aufgelegt für Lohheider, der unhaltbar zum 2-0 für seine Farben trifft. Die letzte Gelegenheit in der ersten Halbzeit hatten die Hausherren. Unsicherheit hier bei Philipp Fahrdahl. Der SOS kann aber kein Kapital daraus schlagen. Und mit dem 0-2 aus Sicht des SOS wurden die Seiten gewechselt. Während die Gäste unverändert aus den Kabinen kamen, hat Stadtlohns Trainer 2 neue aufs Spielfeld geschickt. Stefan Hartmann und Can Uca jetzt in der Partie. Dafür raus Durim Feta und Hakan Göktemir. Geändert hat das am Spiel aber kaum etwas. Die Gäste, obwohl jetzt mit weniger Tempo, weiterhin das spielbestimmende Team. Freistoß Hamm. Auf den zweiten Pfosten. Unsicherheit in Stadtlohns Abwehr. Dann ist es Worms, der klären kann. Daraus die Möglichkeit zum Konter. Und dann dieser Pass. Nichts, aber auch wirklich nichts lief zusammen. Heute beim SOS. Ecke Stadtlohn. Und wieder so ein Lapsus. Schnelles Umschalten der Gäste. Piel
der zweifache Torschütze Lo Haider. Wird von Hartmann gefault, der dafür den gelben Karton sieht. Der anschließende Freistoß. Serone. Gataric mit der Hacke. Und fast wäre Lo Haider sein dritter Treffer gelungen. Jägers hatte noch seinen Fuß dazwischen und konnte zur Ecke klären. Die 73. Spielminute Hamm im Angriff. Der SOS hat eigentlich den Ball sicher. FT Miou will klären, schießt aber Kieska an und der sagt Dankeschön und tunnelt dabei noch Stauder. Das war dann wohl die endgültige Entscheidung mit dem 3:0 für die Hammer Spielvereinigung. Weitere kleinere Chancen hatten die Gäste aus Hamm noch, ließen diese aber ungenutzt. So, dass am Ende ein verdienter 3:0 Erfolg für die Hammer Spielvereinigung heraussprang. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz direkt im Anschluss an die Partie hier Oberliga Westfalen zwischen dem SOS Stadtlohn und der Hammer Spielvereinigung. Wir haben ein 0:3 gesehen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass es ein verdienter Auswärtssieg ist. Und darüber wollen wir reden mit beiden Trainern. Links von mir Sven Hojcak und rechts Martin Strötzel. Der Gästetrainer hat das erste Wort. Sven, dein Blick auf die Partie. Ja, hallo erstmal in der Runde. Schönen guten Tag. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, wir haben ab der ersten Minute das Spiel eigentlich gut kontrolliert. Wir haben das Tempo immer wieder variiert, haben früh gepresst, haben Räume gesucht, haben gute Passdistanzen einfach auch gefunden, die immer wieder in den Schnittstellen noch war zwischen den Ketten. Und ja, resultierend daraus machen wir auch irgendwo das 1:0. Völlig verdient. Und ja, natürlich wiegt dann so eine rote Karte auch, denke ich, ins Gewicht für den Gegner. Hat uns das ein bisschen einfacher gemacht, wobei wir in der Phase dann auch bewusst weiter hochgepresst haben, machen dann auch das 2:0 vor der Halbzeitpause. Und von daher gehen wir natürlich mit einem guten Gefühl rein. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir es, glaube ich, ein Stück weit eher verwaltet, haben viele Bälle einfach ruhig gespielt, haben nicht immer wieder versucht, sofort die Tiefe zu suchen, haben das Tempo einfach ein bisschen auch rausgenommen, um vielleicht ein paar Körner zu sparen. Hätte es mir natürlich allerdings trotzdem gewünscht, dass wir vielleicht ein Stück weit eher das dritte Tor machen, um ja bewusst auch irgendwo das Spiel für uns zu entscheiden, weil mit dem 2:0 ist es halt immer noch ein bisschen schwierig. Gegner wird immer irgendwo im Spiel heraus eine Standard bekommen, ob es eine Ecke oder ein Freistoß ist. Da ist Stadtlohn auch mit Sicherheit gefährlich, wobei aus dem Spiel heraus haben wir, glaube ich, auch sehr gut verteidigt, haben eigentlich keine klare Torchance irgendwo auch abgegeben und ja, von daher auch klar, gehen verdient als Sieger vom Platz und nehmen gerne die 3 Punkte mit nach Hamm und freuen uns natürlich auch, ja, dass wir solche Spiele auch irgendwie besser für uns gestalten, dass wir in diesem Prozess, in dem wir uns gerade ein bisschen bewegen, einfach wieder Schritte nach vorne machen und von daher freuen wir uns auch auf die nächste Aufgabe zu Hause und ja, von daher, ich denke, ich habe alles gesagt, wünsche Stadtlohn einfach auch viel Erfolg und hoffe, dass der Verein auch Punkte behält und Punkte holt, weil der hat es verdient. Mannschaft hat gut gefightet, gut sich dagegen gestemmt. Wie gesagt, mit der roten Karte wurde es dann schwierig. Ich denke, ein paar Ausfälle sind auch noch auf der Seite, die mit Sicherheit auch schmerzlich vermisst werden von Stadtlohner Seite. Und von daher hoffe ich, dass die bald zurückkehren und ja, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Danke. Ja, Sven, Dankeschön. Genau, Applaus aus der Runde. Des einen Freude, des anderen Leid. Martin, deine Einschätzung? Ja, erstmal danke für die netten Worte, die können wir gebrauchen. Für uns ist es natürlich extrem ärgerlich, das muss man ganz klar sagen. Mir tut es auch für die Jungs leid, die 70 Minuten in Unterzahl weitergefightet haben und den Kopf nicht haben hängen lassen. Aber sowas darf einfach nicht passieren. Wir haben uns extrem viel vorgenommen heute, wir waren sehr selbstbewusst, wir wollten was machen. Natürlich sind wir nicht so leicht ins Spiel reingekommen, wir hatten da so ein bisschen Probleme auch mit der Zuordnung. Aber dass nach 20 Minuten dann eine rote Karte kommt, die natürlich berechtigt ist, aber in dieser Form darf natürlich nicht passieren. Und dadurch sind wir aus dem Spiel raus. Dafür haben einfach viel zu viel Qualität, dass die sowas dann eben halt nicht ausnutzen. Und natürlich hochpressen und so. Ich kenne die ganzen Dinge, die kenne ich auch. Aber das 2:0, das hat auch nichts mit Pressen zu tun. Das ist ein Fehlpass vom Allergemeinsten. Und die laufen ja nur noch allein aufs Tor und brauchen ihn reinzumachen. Das 2:0 war natürlich tödlich. Wir haben noch mal
ganz kurz vor der Halbzeit eine Aktion gehabt durch Vetter. Wenn er den Ball mal vernünftig trifft und mal ein bisschen Glück hat, dann rutscht er vielleicht durch, dann gehst du wieder mit ein besseres Gefühl in die Kabine. Aber letztendlich mussten wir natürlich uns sortieren und wollten das dritte Tor erstmal nicht kassieren und wollten dann versuchen, in der letzten Viertelstunde nochmal aufs Tempo zu drücken, nochmal alles zu riskieren. Und dann genau in dem Moment, als wir uns da die Gedanken gemacht haben, fällt das 3-0. Und das war natürlich auch ein wunderschönes Eigentor, das muss man auch ganz klar sagen. Den Ball, der muss sich da ganz klar rausspielen. Aber nichtsdestotrotz, eins ist klar, diese rote Karte, die ist unentschuldbar. Und mir tut es einfach leid, dass die Mannschaft das 70 Minuten dann durchstehen musste, weil wir wollten heute wirklich was reißen. Wir waren alle bereit und dann so eine Aktion, wie gesagt, da kann ich heute Nacht mit Sicherheit schlecht schlafen. Ja, ich wünsche Hamm natürlich auch alles Gute. Haben natürlich jetzt auch ein gutes Punktepolster nach oben hin. Sieht ganz gut aus. Und wir haben jetzt das fünfte Heimspiel nicht gewonnen. Und das ist absolut frustrierend. Und wenn dann durch solche Aktionen das auch noch mitgestaltet wird, ist es natürlich traurig und schade. Und wie gesagt, da fehlen mir eigentlich auch die Worte. Dankeschön. Ja, klare Worte vom heimischen Trainer. Jetzt haben beide Trainer ihr Statement abgegeben. Obligatorisch wie immer die Frage in den Raum. Gibt es von den interessierten Zuschauern eine Frage an einen oder an beide Trainer? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann habe ich aber noch eine Frage, Sven. Ich habe jetzt mal, wenn meine Informationen hier richtig sind, gesehen, dass TSV Malhöls verliert in Kahn-Marienborn. Und auch der Tabellenzweite Lippstadt unentschieden. Das bedeutet, aktuell ist deine Truppe Tabellenführer. Dazu kommt das Nachholspiel gegen Ennepetal, das glaube ich Ende November oder Mitte November terminiert ist. Ich kann mir denken, du möchtest davon nichts hören, aber Momentaufnahme wäre mir jetzt ein bisschen zu wenig für den Ausblick auf die Saison mit der Hammer Spielvereinigung. Ja, ich meine, klar freut uns das für den Moment, dass wir da oben mitspielen dürfen und dass wir Punkte gesammelt haben und vielleicht auch noch ein Spiel in der Hinterhand haben, wo wir nochmal irgendwo auch vielleicht Boden irgendwo gut machen können, beziehungsweise einen kleinen Vorsprung herausholen können. Nur, ich betone es einfach immer wieder, wir haben eine komplett neue Mannschaft. Ich glaube, wir haben 8 Spieler aus dem alten Kader behalten und dementsprechend ist es einfach ein schwieriger Weg, auf dem wir uns tatsächlich noch bewegen. Und man sieht immer wieder Phasen im Spiel, die nicht so optimal laufen, wie ich mir das einfach auch anders vorstelle. Und von daher müssen wir, wie gesagt, ehrlich und konsequent hart an uns arbeiten und kein Deut nachlassen. Und diese Floskeln wie, ja, ich meine, es ist leider wahr, Saison ist ein Marathon und wird nicht nach 10 Spieltagen entschieden. Und von daher müssen wir da konzentriert weiter arbeiten. Und es gehört einfach auch sehr, sehr viel Glück dazu, dass alle Jungs gesund bleiben und in gewissen Phasen im Spiel einfach auch das Glück auf unserer Seite ist. Und das müssen wir uns weiter erarbeiten. Und natürlich hoffen wir alle, dass es am Ende der Saison auch so ausschaut. Aber wie gesagt, wenn ich in die Glaskugel schauen könnte, würde ich heute hier nicht stehen. Alles klar, danke für deine ehrlichen Worte. Ich werde Martin jetzt keine Frage mehr stellen. Als Trainer weiß man nach so einem Spiel, da ist man bedient und da ist jedes weitere Wort auch schon fast ein Wort zu viel. Nächste Woche in Rheine, alles Gute beim nächsten Auswärtsspiel. Ihr habt Erntebrück, ne, mit den Top-Favoriten auf der Liga, in der Liga zu Hause. Euch beiden alles Gute. Von hier aus, das war's mit der Pressekonferenz beim SOS Stadtlohn. Bis zum nächsten Mal. Berkel TV wurde Ihnen präsentiert von Donner Media. Donner Media, Ihr Ansprechpartner für professionelle Videos.